Geschenkband kräuseln kann jeder. Aber weißt du auch, wie man Geschenkbänder aus Stoff kräuseln kann? Wenn du das wissen möchtest, dann bleib dran. Hallo, hier ist Michelle von Stempelrausch. In dem heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du nicht nur normales Geschenkband kräuseln kannst, weil das ist ja wirklich, ich sag mal, kinderleicht. Dann nimmst du einfach die Schere und ziehst das einmal lang. Das geht natürlich nicht so einfach mit dem Geschenkband aus Stoff. Also das kannst du nicht einfach so längs ziehen wie dieses Geschenkband. Dazu gibt es eine andere kleine Technik, die ich dir gerne zeigen möchte. In der Celebration Broschüre 2018 ist eine Abbildung gezeigt. Die kann ich dir jetzt leider noch nicht zeigen, weil der Katalog offiziell erst ab dem 3. Januar gültig ist. Und vorher dürfen wir Demonstratoren leider nichts aus dem Katalog zeigen. Also die Kataloge an sich, die Produkte schon, wenn man die hat, die darf man zeigen, aber die Abbildung selber nicht. Und da ist halt was abgebildet, das fand ich total interessant und das musste ich dann einfach ausprobieren. Das habe ich gestern schon mal ausprobiert mit dem Organza-Geschenkband. Das ist auch ein Geschenkband aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog, welcher auch ab 3. Januar 2018 gültig ist. Das ist so ein ganz schönes, feines Organza-Band in Flüsterweiß. Das ist insgesamt 9,1 Meter lang und 6,4 Millimeter breit. Ich zeig dir das mal, wie das aussieht. Also ein ganz tolles, leicht durchsichtiges Band. Und an beiden Seiten ist das ganz einfach weiß. Das habe ich gestern einmal ausprobiert, ob das wirklich funktioniert. Und in der Tat, es funktioniert. Du brauchst dafür nur einen Holzstab. Gestern habe ich einen Pinsel genommen, weil ich gerade nichts anderes im Bastelzimmer hatte. Und du brauchst ein bisschen Wasser. In dem Fall habe ich diesen Stempelspritzer genommen. Der ist nur mit Wasser gefüllt. Und natürlich Band. In der Celebration-Broschüre ist Geschenkband verwendet worden, welches 3,2 mm breit ist. Also so wie dieses hier. Das ist aus dem aktuellen Jahreskatalog. Das ist olivgrün und auch 3,2 mm breit. Und das will ich jetzt einmal ausprobieren und dir zeigen, wie das funktioniert. Also als erstes nimmst du, ich habe hier so einen Schaschlikspieß genommen. Nehme ich jetzt die, ja, ich lasse die Unterlage hier, dann sieht man das besser. So. Ich werde das jetzt einfach mal mit dem Washi-Tape befestigen. Mal gucken, ob das funktioniert oder mal gucken, wie gut das funktioniert. Weil es auch gleich mit dem Erhitzungsgerät noch heiß geföhnt wird. Also erst nass gemacht wird und dann wieder erhitzt wird. Dann weiß ich halt nicht, wie hält das Washi-Tape das aus. Keine Ahnung. Kann sein, dass es jetzt wegschmilzt. Nee, das reicht nicht aus, da brauche ich ein bisschen mehr. Gestern hatte ich ja so eine kleine Mini-Wäscheklammer zur Befestigung genommen und ein bisschen Draht, was ich hier noch hatte. Du kannst aber auch sowas hier nehmen, solche Klemmen. Da musst du nachher bloß aufpassen, wenn du die anfasst, dass sie nicht zu heiß sind. Weil mit dem Erhitzungsgerät, der hat natürlich ordentlich Power und das Ding wird ja richtig heiß. Und kann mir gut vorstellen, dass du entweder warten musst, bis das ausgekühlt ist, oder du nimmst vielleicht Handschuhe oder so, wie so ein Backhandschuh, bevor du dir ein paar Brandblasen holst. Ich probiere das jetzt hier mit dem Washi-Tape aus. Also, das wird jetzt hier einfach drum gewickelt. Als ich das gestern gemacht habe, das sah so ein bisschen aus nachher, als ich das hier drum gewickelt habe, wie so eine kleine Grillfackel. So, ich glaube, das reicht hier. Mal abschneiden. Und das mache ich jetzt hier auch einfach mal mit der Mini-Klemme fest. Je nachdem, was du zu Hause da hast. Also mit so einer Mini-Wäscheklammer ist das ganz praktisch. Das hält ganz gut. Oder du nimmst ein Stück Tesa oder ein bisschen Washi-Tape. So, das Ganze wird jetzt nass gesprüht.
und gleich erhitzt, also trocken geföhnt. Dabei drehe ich diesen kleinen Spieß, die kleine Grillfackel. So. Wenn du sowas nicht hast, also möglicherweise funktioniert das auch, wenn du das einmal kurz unterm Wasserhahn hältst und vielleicht auf die Heizung über Nacht hinlegst. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, wäre aber vielleicht eine Maßnahme, falls man weder das eine noch das andere hat, also weder so ein Sprühteil oder ein Erhitzungsgerät. Mit dem, ups, falsch gesprüht, ist jetzt hier alles nass geworden. Also mit dem Erhitzungsgerät geht das natürlich schnell, wenn du sowas mal eben brauchst oder kurz oder zeitnah brauchst. So, ich glaube, das reicht. Wenn du sowas vorbereitest, dann kannst du das natürlich gut über Nacht dann hinlegen. Einfach auf die Heizung, Fußbodenheizung an einem warmen Ort, dass es dann so trocknet. Jetzt nehme ich hier mein Erhitzungsgerät. Also ich föhne das jetzt einmal eben trocken, Full Power, und spule das dann gleich so weit vor, bis das Ganze trocken geworden ist. Jetzt muss ich doch mal kurz Stopp machen. Hier wird das schon ein bisschen heller, das heißt, da kann man dann schon gut sehen, ob das jetzt getrocknet ist. Also das dauert vielleicht doch gar nicht so lange, wie ich zuerst gedacht habe. So, dieser Vorgang hat jetzt ungefähr 2 Minuten gedauert. Und es fühlt sich relativ trocken an. Doch, das müsste trocken sein. Jetzt gucken wir mal. So, und nun hast du hier eine schöne kleine Und nun hast du gedrehtes Geschenkband. So kannst du dann deine Geschenke ein bisschen aufpeppen, nicht nur eine Schleife oder einen Knoten. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man das vielleicht vorher einmal mit Haarspray einsprüht und dann nass macht, dass das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen besser hält, wie so ein Schaumfestiger oder so. Das könnte man auch noch mal ausprobieren. Auf jeden Fall weißt du jetzt, wie man auch Geschenkband aus Stoff kräuseln kann. Ich gehe mal davon aus, dass das mit breiteren Sorten auch funktioniert. Also das ist jetzt, wie gesagt, das Band in 3,2 mm und das ist das Organza-Geschenkband in 6,4 mm. Also hier, dadurch, dass das Band hier noch ein bisschen fluffiger ist oder leichter, das ist zwar schmaler, aber insgesamt, das ist von der Verarbeitung her, würde ich behaupten, dass das ein bisschen leichter ist. Ich werde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren mit Haarspray und dann nochmal nass machen. Mal gucken, wie das dann aussieht. Wenn man das jetzt so an ein Geschenk wickelt, sieht das, glaube ich, ganz witzig aus. Ich habe gerade festgestellt, dass das mit dem Pinsel vielleicht keine gute Idee war, denn hier hat sich das ein bisschen rötlich abgefärbt. Also am besten ist wirklich ein Schaschlikspieß zu verwenden. Ich glaube, der färbt gar nicht ab. Bei dem ist das zu riskant. Das wäre sonst echt ärgerlich, wenn du jetzt zum Beispiel sowas für eine Hochzeit anfertigst oder so. Und dann hast du da so einen kleinen Rotstich. Das ist nicht so der Hit. Also von daher am besten auf was ganz Neutrales aufwickeln, wie so ein Schaschlikspieß. Dann sollte und dürfte nichts passieren. Ich hoffe, dir hat dieser Tipp gefallen. Wenn ja, würde ich mich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal, denn einmal die Woche bekommst du ein neues Video zu sehen. Wenn du noch keine Celebration-Broschüre hast oder den Frühjahr-Sommer-Katalog oder auch den Jahreskatalog von Stampin' Up!, dann melde dich gerne bei mir per Mail und ich schicke dir dann die Kataloge kostenlos zu. Besuch mich auch auf meinem Blog auf www.stempelrausch.de oder auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!